Danke. Ja, liebe Freundinnen und Freunde, vier erfolgreiche Wahlkämpfe in nur einem Jahr liegen hinter uns und die Partei ist gut aufgestellt. Deswegen gilt als erstes mein Dank an den alten Vorstand, an Silvia. Ihr habt einen super Job gemacht. Wir haben die Menschen überzeugen können mit unserem Politikangebot, das die großen Herausforderungen unserer Zeit zusammendenkt. Eine ökologische Reformpolitik, unser Kernprojekt, die aber soziale Teilhabe und Gerechtigkeit anschließt. Wir haben überzeugt mit Glaubwürdigkeit, mit Kompetenz und mit Eigenständigkeit. Was heißt das für unseren weiteren Weg? Für mich heißt es, wir zeigen weiter Glaubwürdigkeit. Das heißt, alle unsere Schritte werden wir weiter daran orientieren, ob und wie wir unsere politischen Ziele umsetzen können. Daher ist es richtig, den schwierigen Weg einer Minderheitsregierung zu wagen und Wege zu suchen, damit wir das, was wir unseren Wählerinnen versprochen haben, auch in reale Politik für die Menschen in NRW umsetzen können. Mit einer neuen Bildungspolitik, die nicht mehr aussortiert, mehr soziale Gerechtigkeit schafft, mit einer Umweltpolitik, die Klimaschutz in der Landesplanung als Ziel verankert und ihr Handeln danach ausrichtet, mit einer Kommunalpolitik, die unsere Städte und Gemeinden nicht alleine lässt und mit einer Innen- und Rechtspolitik, wen wundert es, dass ich das sage, die Freiheit nicht gegen vermeintliche Sicherheit ausspielt und die Bürgerrechte achtet. Ja, wir gehen. Ja, es sind spannende Zeiten, es sind aufregende Zeiten, denn wir gehen neue Wege in einer Demokratie, die durch das Fünf-Parteien-System alle Parteien vor neue Herausforderungen stellt. Das Eingraben in Lagern oder in ideologischen Schützengräben kann so nicht mehr funktionieren. Dreierbündnisse oder eben auch Minderheitsregierungen können nur gelingen, wenn wir eine neue demokratische Kultur etablieren können. Dazu gehören auch wechselnde Mehrheiten. Ich glaube nicht, dass die Bürgerinnen und Bürger in NRW die von Schwarz-Gelb jetzt vollmundig angekündigte Fundamentalopposition gutheißen. Liebe Kollegen von FDP, CDU, aber auch von Linken, der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung wechseln kann. Wir haben alle eine Chance, etwas gegen Politikverdrossenheit zu tun. Wagen wir es, packen wir es an. Das heißt, für mich übersetzt, mehr Demokratie wagen, auch im Parlament. Wir wissen nicht, ob es gelingt, aber wir dürfen es nicht unversucht lassen. Das sind wir unseren Wählerinnen und Wählern schuldig. Wir zeigen weiter Kompetenz in NRW. Wir sind die traditionelle Programm- und Konzeptpartei, die inzwischen über die klassischen grünen Milieus hinaus die Menschen überzeugen kann. Wir sind es, die auch bis übermorgen weiterdenken. Wir haben die Erde von unseren Kindern nur geborgt. Beim Anblick der ölverschmierten Pelikane im Golf von Mexiko gewinnt diese, unsere Gründungsbotschaft, eine erschreckende aktuelle Bedeutung. Die Abhängigkeit, die Gier nach Öl und damit die Risikobereitschaft, in der Tiefsee die letzten Tropfen Öl aus unserer Erde zu pressen, birgt ungeheure Gefahren. Wir Grüne sind es, die überzeugende Wege aufzeigen, gesellschaftliche Mehrheiten dafür suchen müssen, um schneller aus dieser Abhängigkeit zu kommen, gerade im Industrieland NRW. Auch die Debatte, und es reicht nicht nur in 3-Liter-Autos und in Energieeffizienz zu denken. Ich denke, auch die Debatte, ob und welche Grenzen unser Wachstum haben muss, gehört für mich auf die Agenda der nächsten Jahre. Ein wachstumskritischer Diskurs ist es für mich auch, den wir angesichts der unkontrollierten Spekulationsblasen, die uns in diese riesige Finanzkrise geführt haben, brauchen. Bankenkrise, Eurokrise, Schuldenkrise, Griechenlandkrise. Politik hat den fatalen Eindruck den Menschen vermittelt, sie steht ohnmächtig vor diesen destruktiven Dynamiken der Märkte und hechelt eigentlich nur hinterher und ist nicht mehr handlungsfähig.
Unser Leitbild, unser grünes Leitbild der Nachhaltigkeit, gibt uns auch hier den Weg vor, das Primat der Politik zurückzugewinnen und die Regulierung der Märkte, eine Wirtschaftsregierung auf europäischer Ebene, eine Steuerung, eine politische Steuerung hier anzugehen und dafür Konzepte zu entwickeln. Gestern im Landtag bei der für mich sehr beeindruckenden Vorstellung von Joachim Gauck sagte er uns, dass die Kluft zwischen Regierten und Regierenden kleiner werden muss. Das bedeutet, Politik kann nicht nur Angelegenheit von Politikerinnen und Politikern sein, sondern die Res Publica, das Gemeinwesen, ist Sache des Volkes. Es braucht daher Brückenbauerinnen und Brückenbauer. Das heißt, Demokratie braucht Angebote, um sich einzumischen und Verantwortung übernehmen zu können. Und in unserer Demokratie sind es neben vielen Akteurinnen und Akteuren in der Gesellschaft eben auch die Parteien, die vermitteln können, die vermitteln sollen, die politische Partizipation lebbar machen und Orte der aktiven Mitarbeit in einer offenen Bürgergesellschaft sein sollen. Sie sind existenziell für die Demokratie und sie sind mehr als Wahlvorbereitungsorganisationen. Ich möchte eine lebendige, eine diskussionsfreudige Partei, eine offene grüne Partei, die Meinungsvielfalt, die demokratiebelebende Meinungsvielfalt zulässt. Eine Partei, die mit ihren Politikkonzepten die Menschen überzeugt. Eine Partei, die Lust macht, mitzumachen. Ja, Politik darf und soll auch Spaß machen, liebe Freundinnen und Freunde. Eine Partei, die einerseits Antworten auf die großen Fragen unserer Zeit gibt und weiterdenkt. Eine Partei, die auch den Dialog mit gesellschaftlichen Gruppen sucht. Dafür möchte ich unsere Parteistrukturen stärken und verbessern, da wo es notwendig ist. Das möchte ich nicht nur aus der Parteizentrale in Düsseldorf heraus steuern, sondern mit einer klaren Vor-Ort-Strategie mit euch zusammen. Denn die Wahlerfolge, da machen wir uns nichts vor, die bedeuten für uns als Partei auch eine Herausforderung, viele Menschen, noch viel mehr Menschen, zur aktiven Mitarbeit in den Ortsverbänden, in den Kreisverbänden, in den Bezirksvertretungen und den Gemeinderäten zu motivieren. Ich möchte unsere neuen Mitglieder dafür gewinnen, sich mit ihren Kompetenzen bei uns einzubringen, von Höxter bis Aachen, von Rheine bis Siegen. Liebe Freundinnen und Freunde, ich habe jetzt 20 Jahre grüne Politik mitgestaltet, in der Kommune, im Landtag, in der Partei. Ich habe in Regierungsverantwortung mitgearbeitet, ich habe Oppositionsarbeit gestaltet, ich habe Wahlprogramme mitentworfen, Parteitagsbeschlüsse mit vorbereitet, in der BAG Demokratie und Recht als Sprecherin, in der LAG. Ich habe an der Neuorganisation unserer Parteistrukturen mitgewirkt beim Bezirksverband. Ja, und jetzt, liebe Freundinnen und Freunde, habe ich richtig Lust, meine Erfahrung, meine Kompetenz für unsere Partei als eure Landesvorsitzende einzusetzen und den Grünen in NRW eine starke Stimme zu geben für eine ökologische, für eine soziale und für eine freiheitliche Politik. Dafür haben uns die Menschen gewählt. Schönen Dank.